Hallo, guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Es ist gerade mal um 8 in einer Dreiviertelstunde geht ein neuer Ausflug los, den ich mit den Gästen begleiten werde. Und wer es noch nicht weiß, ich bin hier auf der Mein Schiff 2 und ich bin einer der 4 Bordfotografen, die wir aktuell an Bord haben. Heute sind wir auf Korsika in Ajaccio. Und wir sind auch sogar schon angelegt. Wir stehen in Ajaccio neben dem Hafen, neben den großen Yachten. Moment, so sieht es hier aus. Genau, und ich fahre heute mit an die Prunelli-Schlucht. Und wie gesagt, ich bin Bordfotograf. Meine Aufgabe ist es, die Leute, die Passagiere zu fotografieren. Und das Coole daran ist, ich fahre überall mit hin. Und euch nehme ich heute mit. Über mir ist übrigens die Brücke mit dem Kapitän. Sieht man gerade nicht ganz so gut, aber ich zeige es euch gleich nochmal. So, ihr habt mich gefragt, was genau ist denn meine Arbeit an Bord und was ist meine Aufgabe? Ja, als Fotograf hauptsächlich ist das Fotografieren im Vordergrund. Aber wenn ich ein Foto gemacht habe, ist das ja noch lange nicht alles. Ich bin noch lange nicht fertig. So, das heißt, meine Aufgabe. Frühs fahre ich meistens mit zu Ausflügen. Zum Beispiel, wo war ich schon überall? Rom, Nizza, Monaco, Cannes. Korsika, es ist einfach so viel, wo wir mit hinfahren. Im Anschluss bearbeiten wir die Bilder und machen die ganzen Collagen für die Gäste fertig, sodass sie an den Terminals oben in der Fotogalerie auch alle Collagen zur Auswahl haben, die sie bestellen können. Und das ist eine Menge Arbeit. Also die meiste Arbeit passiert eigentlich hinter der Kamera oder genau alles. Die meiste Arbeit ist das, was nach dem Fotografieren passiert. Aber dieser Job ist einfach nur so krass. Man sieht so viel. Viel Arbeit, aber man sieht auch wirklich sehr, sehr viel. Heute zum Beispiel habe ich über den Mittag 4 Stunden frei. Das heißt, ich darf heute an den Strand gehen. Der ist hier in Korsika, auf Korsika sehr, sehr schön. Und das werde ich natürlich ausnutzen. So. Genau, also frühs sind wir dann meistens bei Ausflügen mit dabei und im Anschluss wird bearbeitet. Dann haben wir oftmals oder fast täglich fast täglich nachmittags Jubilaren-Shootings, also das heißt, wenn jemand an Bord Geburtstag hat oder einen Hochzeitstag hat, bekommt derjenige ein Fotoshooting von uns geschenkt. Das machen wir dann mit den einzelnen Gästen. Und dann ja, sind wir halt auch noch zum Beispiel bei den Poolpartys mit dabei, oben fotografieren beim Auslaufen. Und da sind die Leute immer so gut drauf. Es macht so einen Spaß. Ich liebe meinen Job. So, ich höre jetzt noch ein bisschen Musik. Und in 40 Minuten geht es los an die Prunelli-Schlucht. Es geht los. Hinter mir steht unsere große Beauty und vor mir ist der Yachthafen von Ajaccio. Tschüss, Schiff. Bis dann. Vom Ausflug zurück ab an den Strand.
wartet auf mich. Geil hier am Strand. Das Wasser ist richtig angenehm und das Leben ist einfach deutlich besser am Strand. Hallöchen, neuer Tag, neues Abenteuer. Wir sind heute in Catania und ich bin am Ätna und der Ausblick hier ist so unglaublich toll. Ich zeige euch mal den Ausblick. So, da haben wir den Ätna und der Ausblick hier ist unglaublich toll. Da unten ist auch irgendwo der Hafen und erst habe ich, glaube ich, auch das Schiff stehen sehen, aber von hier sieht man das jetzt nicht mehr. Und ich stehe hier auch direkt an einem Krater. Also das hier ist ein Krater von einem Vulkan, wo der auch ausbricht, eine Stelle. So, ich bin heute leider ziemlich angeschlagen. Vor 3 Tagen die Klimaanlage in unserem Büro war auf Eiszeit gestellt. Und ich habe direkt Husten wie verrückt bekommen und Halsschmerzen. Und meine Stimme, die ist auch so ein bisschen weg. Also ich habe wirklich Probleme heute zu reden. Es ist anstrengend. Aber gut. Hey, was soll's. Ich bin hier gerade am Ätna. So, die ersten Busse, die vormittags kommen, sind jetzt durch bei uns. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 2 Stunden Freizeit. Und werde jetzt mal auf eigene Faust mit der Seilbahn hoch, direkt hoch zum Ätna fahren, ganz hoch. Und eben mal noch hier in den Souvenirläden schauen, denn ich brauche natürlich noch einen Kühlschrankmagneten. Bis gleich. Okay, hochfahren fällt aus. Die wollten tatsächlich für eine Tour 30 Euro haben. Also für hoch und wieder runter. Und da dachte ich mir, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber ich habe ein paar Souvenirs gefunden. Einen Magneten, wo Ätna draufsteht, dann einen Magneten, wo Sizilien draufsteht und die ist so süß. Die glitzert voll. Die musste ich haben. Ja, jetzt esse ich ein bisschen was und dann ungefähr in 2 Stunden kommen die restlichen Gäste. Kommt nochmal ein Schwung. Bis später. So ihr Lieben, ich schneide hier gerade das Video für euch und was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass es mich den Abend nach dem Ätna noch voll umhauen wird. Also ich habe voll die Grippe bekommen, weswegen ich auch gerade im Moment nicht auf dem Schiff bin. Aber ich bin bemüht und gewollt. Ich möchte auch so schnell wie möglich wieder zurück, weil ich vermisse das Schiffsleben. Ich vermisse alles von dem Schiff. Und ja, deswegen bin ich auch nicht lange nicht auf dem Schiff. Und dann kommen auch wieder weitere Schiffsvideos für euch. Also bleibt auf jeden Fall trotzdem dran, auch wenn ich jetzt gerade nicht auf dem Schiff bin. Bald bin ich's wieder. So, ich habe auch festgestellt, dass ich ab hier kein Videomaterial mehr habe. Das heißt, ich habe das Video auch aufgrund dessen, dass ich abends dann total hinüber war, kein Ende für euch gedreht, was ich jetzt so noch machen muss. Ja, was soll ich sagen? Das Video ist an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder abonniert den Kanal. Aktiviert dazu das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Videos mehr, weil die kommen ja leider nicht so oft aufgrund dessen, dass ich meine mobilen Daten und das Handy dazu nutzen muss, um Videos hochzuladen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.